In einem Gespräch sagte mir kürzlich jemand, ich weiß nicht, was in meinem Leben los ist. Eigentlich mache ich doch alles richtig. Ich meine, das mit dem Glauben an Gott und so. Ich halte alle Gebote, ich lese in der Bibel, ich mache eigentlich alles richtig. Nach einer Weile sagte die Person, naja, bis auf diesen einen Punkt, das weiß ich schon. Ich weiß, dass ich diesen einen Punkt nicht so Gott abgegeben habe. Aber wenn ich den abgebe, dann habe ich das Gefühl, ich kann über nichts mehr bestimmen. Dann bin ich völlig ausgeliefert. Und das kann ich nicht. Aber ich weiß, in meinem Leben stimmt irgendwas nicht. Mir fiel die Geschichte ein aus dem Neuen Testament, als ein Mann zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus spricht mit ihm und er spricht über die Gebote, die er halten muss. Und dann sagt dieser Mann, das habe ich alles seit meiner Kindheit gehalten. Ich habe das alles richtig gemacht. Und dann sagt Jesus, geh hin, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und dann lesen wir in der Bibel diesen wirklich traurigen Satz. Denn da heißt es, der Mann ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. 99% hatte er richtig gemacht. 99%. Aber dieses eine Prozent, dieser Reichtum, diese Sicherheit, dieses Ding, über das er selbst bestimmen wollte, davon konnte er sich nicht vorstellen, wenn er das loslässt, wenn er das nicht mehr bestimmen kann, dass er dann vollkommen ausgeliefert wäre und dass dann sein Leben nicht mehr gelingen würde. Es geht um alles, es geht um die 100%. Wenn du den Eindruck hast, 99% mache ich ja richtig, naja, ich komme schon durch, dann ist das nicht alles. Dann sind das nicht die 100%. Ab und an müssen wir uns in unserem Leben wirklich Gedanken darüber machen, bin ich noch mit den 100% bei Jesus? Oder gibt es da einen oder vielleicht mehrere Bereiche? Und ich weiß, ich bin überzeugt davon, du weißt sofort über diesen einen Bereich, der nicht unter der Herrschaft Jesu ist, du weißt sofort, welcher Bereich das ist. Es ist wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, sind meine 100% unter der Herrschaft Jesu? Oder gibt es da dieses 1% oder vielleicht 2 oder 3% oder mehr? Dann ist heute eine Gelegenheit, dass du diese Überprüfung vornimmst und ganz neu zu Jesus kommst und sagst, Herr, es tut mir leid, ich will alles unter deine Herrschaft stellen. Ich will, dass du über die 100% in meinem Leben regieren darfst. Ich will 100%ig mit dir leben. Und du kannst sicher sein, diese 100% werden dich in eine geniale Freiheit mit dem Herrn führen. Es ist nicht so, dass dir dann etwas fehlt. Es ist nicht so, dass du dann nicht mehr bestimmen kannst und nicht mehr dich rühren kannst und so, sondern in dem Unterordnen unter seine Herrschaft kommt die Freiheit zu dir. Ich wünsche dir, dass du bei dem Überprüfungsprozess heute in deinem Herzen weißt, Gott hat mehr für mich.